euch Sie noch einmal sehr, sehr herzlich begrüßen im Namen des SK Rapid nach diesem sehr intensiven, spannenden Bundesligaspiel und das Wort natürlich dem Trainer der Gäste geben, Herr Struhr. Kurze Analyse zu diesen 95, 96 Minuten, wo es ziemlich zur Sache ging. Ja, also ich finde auch, es war eine unglaublich hohe Intensität in dem Spiel über die gesamte Dauer. Mit sehr viel Leidenschaft geführtes Spiel, wo es ja auch über die gesamte Spielzeit von Zweikämpfen geprägt war, ein richtiger Abnutzungskampf und in der ersten Halbzeit auch die eine oder andere Situation, wo der Schiedsrichter nicht dazwischen geht. Und das hat sich ein Stück weit hochgeschaukelt über die gesamte Spielzeit, dass einfach immer wieder Szenen geben hat, die so zwischen Gelb und Rot gewandelt sind. Und aus meiner Sicht hätte hier einfach auch Schiedsrichter Hackam das eine oder andere Mal einfach seiner Rolle gerecht werden müssen, ist nicht passiert. Und deshalb haben wir dann schon ein Spiel gesehen, das was an der Grenze war und teilweise auch ein Stück weit drüber. Wir haben uns in der ersten Halbzeit jetzt einmal spielerisch schon ein Stück weit beeinflussen lassen von der Gangart, aber weil einfach auch Rapid alles in die Waagschale geworfen hat, aus meiner Sicht, die sehr intensiv agiert haben, aber auch mit einem guten Spielstil, von daher haben wir nicht immer Zugriff geschafft und waren das eine oder andere Mal einfach auch irritiert über die Zweikampfführung. Haben uns aber dann in der Halbzeitpause die Sinne noch einmal nachgeschärft, haben ein bisschen was verändert in unserer Positionierung, später dann auch generell das System noch einmal verändert und sind dann auch ein Stück weit schlagkräftiger geworden und am Ende finde ich auch verdient zu diesem 1-1 kommen und auch verdient zu diesem Punkt. Danke dir, darf ich dich bitten, sechstes Spiel in Serie in der Liga ohne Niederlage, aber ich glaube, du traust dir zwei verlorenen Punkten nach, oder? Ja, das ist der Fall. Also ich denke, war eigentlich für mich ein ähnliches Spiel wie gegen Hartberg, also wo man das Spiel vorzeitig entscheiden hätten müssen. Also es ist in der Luft gegen das zweite Tor. Das ist das Einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen muss, dass wir nicht das zweite Tor gemacht hätten, weil dann wäre es ein Stück einfacher geworden. Und so war es immer, hast du immer im Prinzip gewusst, dass wer die Qualität hat. Und natürlich muss man dann schon sagen, dass auch beim Stand 1-0 war dann der Elfmeter an Philipp, was man einfach geben muss. Dann hätten wir es vielleicht via Elfmeter geschafft und so muss ich sagen, sind es für mich zwei verlorene Punkte, weil einfach wir, glaube ich, das Spiel früh entscheiden müssen. Vielen Dank den beiden Trainern und wie immer darf ich um eure Fragen bitten. Auch mit neuer Brille beginnt Christian Hackl. Bitte am Mikrofon wieder. Gerne, Gerd Schuber. Die Spieler vom WRC haben gesagt, wir haben eigentlich heute keine Leistung, wirklich gute Leistung gebracht. Aber ist das irgendwie ein Zeichen der Qualität, dass man trotzdem sich nicht irgendwer ein 1-1 holt gegen Rapid? Kann man da sogar drauf aufbauen? Ja, die Situation ist einfach, dass wir in den letzten Spielen oder in den letzten Wochen einfach auch irrsinnig viel Kontrolle gehabt haben über den Ballbesitz und auch im Umschalten extrem vertikal waren und kaum zu kontrollieren waren. Ich finde, dass uns das heute nicht immer gelungen ist. Es war dann teilweise auch Ping-Pong, wo dann auch viel Zufall regiert hat am Platz und das sind wir gar nicht mehr so gewohnt. Was heute einfach wichtig oder ein guter nächster Schritt für uns persönlich sein kann, ist, dass wir einfach auch mit einer sehr robusten Gangart, die uns heute entgegen gekommen ist, vielleicht auch in dieser Richtung einen weiteren Schritt machen in unserer Entwicklung. Es war halt einfach ein sehr unangenehmer Gegner, der sehr aggressiv, fast sehr mannorientiert auf uns drauf war und wir kaum Raum und Zeit gehabt haben, unser Spiel zu entwickeln und von daher war es einfach auch ein schwieriges Unterfangen heute und meine Jungs haben sie aus meiner Sicht immer wieder versucht zurückzukämpfen. Ich habe eh schon gesprochen, es war viel Abnutzung drinnen, es war nicht immer fein zum Anschauen, es war einfach geführt von Leidenschaft und Intensität und am Ende musst du dann einfach einmal so ein Spiel auch mitnehmen und wir sind happy, dass wir nur zu diesem verdienten Punkt gekommen sind. Dankeschön. Würdest du sagen, dieser Vorwurf zu hart oder würdest du sagen, alles im Rahmen gewesen? Mir wird da zu viel schon drüber gesprochen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also es geht schon seit ich vom Feld weggegangen bin, höre ich jetzt das durchgehen. Natürlich, dass das eine oder andere passiert ist, das was im Fußball immer wieder vorkommt, der Meinung bin ich auch. Aber es wird jetzt, glaube ich, schon seit einer halben Stunde über die Gangart gesprochen und deshalb
Wir vergessen das Spiel von unserer Seite komplett. Wir waren bis zum 1-1, war es so, dass wir eigentlich die klar bessere Mannschaft waren, dass sie die Jungs nicht belohnt haben, dass wir eben das frühzeitig entscheiden und das ärgert mich ein bisschen mehr, aber ich würde jetzt nicht ewig da mit Gangart und hin und her, das ist ermüdend. Bitte? Hast du nicht, also habt ihr, ich habe jetzt durchgehend, also deshalb will ich sagen, also ich bin jetzt eigentlich nur mehr am Herrn, was das war und Tome, das ist ein Sport, wo Zweikämpfe passieren und es wäre schlimm, wenn man es fahrlässig macht, wenn man im Prinzip einen Spieler verletzen will, ja. Schon. Weitere Fragen? Ganz in der ersten Reihe bitte, Conny Lenz von der Kärntner Krone. Gerhard, ich nehme an, wenn wir bei der Gangart gleich bleiben, die ja zweifellos doch ein Thema war heute, und zwar ein sehr großes Thema, bist du wahrscheinlich froh, einmal erstens, dass sich niemand verletzt hat, zweitens, wenn der gegnerische Trainer über die Gangart, über die Diskussionen, wenn ihm dir nicht gefallen, ich kann mir vorstellen, dir hat es auch nicht gefallen, das 1-0 zu einem Zeitpunkt, wo der Spieler gar nicht mehr am Platz hätte sein dürfen. Ich nehme an, das war eine dieser Szenen, die du gemacht hast, mit, wo der Schiedsrichter hätte müssen durchgreifen. Ja, es hat einfach mehrere Szenen gegeben aus meiner Sicht, wo der Schiedsrichter einfach Themen gehabt hat, wo er eben seiner Rolle nicht gerecht worden ist. Und wieso wird es auch nicht nur größer machen, wie es schon ist. Ja, es war einfach teilweise überbordend und gleichzeitig sind wir froh, ja, auf jeden Fall, weil jetzt einfach auch bei uns ja dieses Europa League-Spiel in Istanbul ansteht, dass alle Spieler fit sind, ja, dass alle bereit sind, jetzt da am Mittwoch die Reise anzutreten nach Istanbul, wo uns wieder eine große Herausforderung entgegensteht. Dankeschön. Trotzdem, Gerhard, nach dem guten Spiel gegen St. Pölten, worauf führst du diese Unsicherheit im Spiel und diese Hektik im Spiel zurück? Weil 14 Tage vorher haben wir ja eigentlich spielerisch überzeugt, wir haben auch die nötigen Tore geschossen und heute ist ja offensiv speziell in der ersten Halbzeit überhaupt nichts gelungen. Und diese unverständliche Hektikkeit, worauf führst du die zurück? Ja, wir haben einfach in unser Spiel uns ein Stück weit einfach beeinflussen lassen heute. Ja, wir waren nicht so mutig, wir waren so immer wieder im Zweifel, in die Positionierung so zu kommen, wie wir uns das vorstellen. Haben immer zu lang braucht, den Tick zu lang, um die offenen Fenster quasi auch den Raum zu kriegen, der ja vorhanden war. Da haben wir zu lang braucht, dort rein zu kommen. Das war im Dauerlauf und nicht im Sprint. Und wenn du halt einfach schon grundsätzlich wenig Zeit und Raum hast und dann in der Positionierung zu lange brauchst, um dort Anbindung zu schaffen, dann wird es dann am Ende hektisch, weil es auch Unsicherheit hervorruft, wenn du dann nicht klar bist im Aufbau. Und das war heute aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit speziell so das Thema, weil wir nicht schnell genug in die Positionen gekommen sind, wo es Raum geben hätte. Danke sehr. Ja, bitte noch, Alex Oberkurier. Ich hätte eine Frage zum Taxi Funtas. Der schießt mit Abstand die meisten Tore, hat aber auch unglaublich viele Torschüsse. Ist er vielleicht manchmal dann, also findet er dann die richtige Position zum Schuss? Oder er könnte ja noch, wenn es absurd klingt, aber er könnte ja fast doppelt so viele Tore schon haben. Oder muss er vielleicht hier und da ablegen? Oder ist es auch besser, wenn einer da ist, der wirklich in fast jeder Möglichkeit versucht, aufs Tor zu schießen? Ich bin froh, dass ich ihn habe. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon seit Wochen gesagt, seit Monaten, seit wir die Unterschrift für ihn haben. Dass er natürlich noch mehr Tore schießen könnte, ist auch ganz klar, hätte er das Spiel entscheiden müssen. Also ich denke, dass er 3-4 gute Möglichkeiten gehabt hat, mit dem selber ärgern und dann wird man da jetzt nicht alle sitzen. Und weil ich will unser Spiel nicht schlecht reden lassen. Unser Spiel war sehr gut heute. Und Strübsi sagt, sie hätte das ein oder andere Mal, dass sie einfach teilweise überfordert waren. In erster Halbzeit speziell, wo sie wirklich nicht im Spiel waren und auch zweite Halbzeit bis zum Ausgleich war es so, dass wir die bessere Mannschaft waren. Und das ist das, was ich auch sagen will. Beim Taxi
ist schon, dass er nicht das zweite Tor geschossen hat, weil das wäre durchaus drin gewesen. Aber jetzt wiederum zu sagen, jetzt hat er 8 Tore, kann nicht mehr schießen. Also ich glaube, wir dann schon jammern auf hohem Niveau und ich würde nicht dabei sein. Bitte, Christian. Didi, ist es Respekt, dass man eben zum Beispiel im Derby sicher nicht so körperlich robust gespielt, weil es wahrscheinlich die überlegene Mannschaft war. Aber ist es in der Liga jetzt einfach mit Salzburg, LASK und WRC, dass gegen die Gegner ganz einfach wirklich nur über Zweikampf geht? Ich will jetzt nicht andere Mannschaften schlecht fallen, aber dass das irgendwie... Also wenn ich jetzt gegen Salzburg komme nächste Woche, wenn wir da nicht physisch spielen, wenn wir nicht gegen LASK physisch spielen, WRC sieht man auch, dass sie eine gute Mannschaft sind, dann glaube ich, dann bin ich der falsche Trainer. Aber wir vergessen, dass wir auch gut Fußball gespielt haben. Und das ist das, was mir ein bisschen an der Geschichte da stört. Dass uns kein Öfer gegeben worden ist, ja, dass das bevor der Matteo das macht, das was falsch war für ihn, hat der Schmidt den Ball mit der Hand mitgenommen und dann liegt er 3 Sekunden am Ball drauf, wo der Stubbs auch gesagt hat, wo der Schiri dann vielleicht das früher pfeifen muss. Aber es ist einfach so. Deshalb muss man es jetzt eh so nehmen, wie es ist. Alles klar. Sage ich danke fürs Interesse und wir erzählen natürlich alles Gute am Donnerstag in Istanbul. Und schönes Restwochenende.